Vergangenes Jahr galt die Commerzbank irgendwie als Kellerkind. Sie ist aus dem DAX geflogen, wurde durch Wirecard ersetzt und auch sonst sprach man eher von einer Bank, die übernahmereif ist. Jetzt scheint die Commerzbank beweisen zu wollen, dass sie auch aus eigener Kraft bestehen kann. Sie hat einen Gewinn von 865 Millionen Euro ausgewiesen. Das ist mehr, als die Analysten erwartet haben und vor allen Dingen mehr, als das Unternehmen im vergangenen Jahr erwirtschaftet hatte. Sechsmal mehr ist insgesamt die Quote. Und damit könnte man sich unter anderem für einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank empfehlen, so vielleicht die Meinung. Jetzt gibt es aber Analysten, die sagen, das ergibt betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Und so freuen sich die meisten Aktionäre wahrscheinlich nur darauf, dass das zweite Mal seit der Finanzkrise eine Dividende von dem Unternehmen kommt, und zwar in Höhe von 20 Cent je Aktie. Ein Aktionär kann davon auch profitieren, das ist Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Nur genau der will eigentlich was ganz anderes. Der würde ganz gern, dass die Commerzbank mit der Deutschen zusammengeht. Und mittlerweile könnte man sagen, das wäre ein Treffen auf Augenhöhe, denn die Deutsche hat nicht einmal die Hälfte dessen verdient, was die Commerzbank 2018 mit nach Hause brachte. Allerdings muss man zum Ergebnis der Commerzbank auch sagen, dass da viele Umstrukturierungskosten das Ergebnis des Vorjahres belastet hatten, so das Ergebnis also nicht wirklich repräsentativ ist. Musst du auch da ein bisschen lächeln? Weil wenn ich sage, dass ich verstehe, dass es da Spekulationen gibt, sage ich mal, ich lese halt einfach auch Zeitungen und kann verstehen, dass solche Spekulationen immer wieder passieren. Sehen Sie es mir nach, das ist etwas, was übrigens nicht neu ist, dass es überhaupt keinen Sinn macht, meines Erachtens, solche Spekulationen zu kommentieren oder sich denen anzuschließen. Halte ich nicht sehr viel von, daran werde ich mich auch halten. Damit ich da nicht missverstanden werde, wo ich so schmunzel und wo nicht. Ich schmunzel ganz oft, wenn ich Zeitung lese. Lassen Sie mich mal so stehen lassen. Die Frage, was ein wesentlicher Investor mit seiner Investition macht, ist etwas, was Sie, und das ist, glaube ich, eine Antwort, diese Frage stellen wir ja auch immer wieder, das ist eine Antwort, die Sie richtigerweise mit dem Investor besprechen sollten. Ich habe da im Moment überhaupt keine für mich überraschenden oder neuen Erkenntnisse, aber ich würde sagen, das sollten Sie dort erfragen. Ich glaube, das wäre der richtige Punkt, wo Sie das loswerden können als Frage. 2018 lief für die Commerzbank besser als erwartet. Für 2019 sind Sie zuversichtlich. Woher kommt der positive Beitrag? Ich glaube, wir haben alles zu den Prognosen gesagt, was sinnvollerweise auch zu sagen ist, nämlich, dass wir erwarten, dass in den nächsten Jahren die Erträge um 3% steigen. Die Kosten haben wir Ihnen auch gesagt. Ich glaube, viel mehr in den Volatilitäten, die wir heute sehen, ist, glaube ich, heute die Zeit nicht besser geworden als früher, um Prognosen über das hinaus entsprechend zu machen. Daran würden wir uns auch halten. Das Thema Abbaueinheit, also SCR, das hat Stefan Engels eben deutlich gesagt, da sind wir sehr froh über die Erfolge, die wir da gemacht haben. Da haben wir einen kleinen positiven Beitrag gehabt. Sie wissen, dass da sehr viele Bewertungseffekte drin sind. Das sollte man weder über- noch unterbewerten. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir darüber nachdenken, ob man das sozusagen wieder reinnimmt. Wir haben es aber bewusst so entsprechend dargestellt. A, um es sehr transparent zu machen. Und B, also die Effekte, die da entstehen. Und B, um quasi nicht die Effekte in den stabilen, in den Kerngeschäftsfeldern quasi von solchen Bewertungseffekten, die dort noch drin waren, immer zu überlagern. Wenn diese Effekte so klein sind, dass sie dort keinen Effekt mehr haben, muss man darüber nachdenken. Das werden wir dann auch tun. So, und beim Firmenkundengeschäft, wir haben eben auch schon geschildert in unseren beiden Ausführungen, dass wir dort einen sehr differenzierten Blick auf die Entwicklung haben müssen oder haben können. Wir haben Bereiche, wo wir sehr schön wachsen, wo das sehr schön vorangeht. Wir haben andere Bereiche, wo wir einfach an den Marktentwicklungen auch teilhaben. Ehrlich gesagt, weniger als manche, die da stärker dran beteiligt sind, aber das trifft unser Geschäft auch, wie Sie im Markt sehen. Die Maßnahmen, die wir dort eingeleitet haben, und zwar in den letzten 2 Jahren, die werden wir fortsetzen und die zielen genau darauf ab, die Profitabilität und auch die Nachhaltigkeit in diesem Geschäft voranzutreiben. Die Commerzbank hatte ein gutes Ergebnis. Sie hat eine positive Prognose. Ändert das was am geplanten Stellenabbau? Was sich verändert hat, sind 2 Sachen, die ich persönlich sehr positiv sehe und auf die haben wir sozusagen reagiert. Das eine ist, wir haben bei der Weiterentwicklung unserer Zentrale, Stichwort Campus 2.0,
die Option oder die Möglichkeit weiter vorangetrieben, die Bank zu digitalisieren. Und das führt auch dazu, oder dazu, damit im Zusammenhang ist ganz wichtig, dass wir weniger Leistungen extern vergeben künftig, sondern vielmehr intern, weil für ein Technologieunternehmen IT-Know-how einfach zunehmend zum Kern des Geschäftsmodells gehört. Und deswegen werden wir künftig Aufgaben, die bisher, wie gesagt, extern waren, verstärkt intern nutzen. Das führt am Ende zu weniger extern vergebenen Kapazitäten, zu etwas mehr internen. Zu den Kosten wird das eher positiv beitragen. Der zweite Punkt, den ich erfreulich finde, ist, wir haben in Teilen der Bank, und zwar vor allem auch in Polen, aber auch zum Beispiel in der Comdirect, sehr erfreuliche Wachstumsentwicklungen, die wir sehen, die auch dort dazu führen, dass wir weiter investieren und auch im Personal stärker zunehmen. Das ist eine absolut erfreuliche Entwicklung. Da freue ich mich drüber. Das ist eigentlich kein Thema und wird auch an der Ecke unser Kostenziel und unser Ergebnisziel nicht beeinflussen.